Na gut, okay. Dann legen wir los mit Smash Brothers Ultimate. Starten wir gleich mal den klassischen Modus. Ich hoffe wirklich so drauf. Ich hoffe so, ich weiß nicht, ob die Hoffnung berechtigt ist, aber ich hoffe so, dass die am Schluss, wenn dann alle Charaktere veröffentlicht sind und keine DLCs mehr kommen, dass die dann den All-Star-Modus noch hinzufügen, weil den vermisse ich. Den All-Star-Modus hätte ich schon gern wieder, wäre ziemlich cool. Mal schauen. Hallo, YOLO HD, wie geht's? So, Steve, ich habe, wie gesagt, ich hatte noch nicht viel Zeit, den anzutesten. Ich habe einmal hier seinen klassischen Modus durchgespielt, sonst nix. Nehmen wir mal Alex. Und ich habe auch gar nicht so drauf geachtet, auf die Easter Eggs und Ideen, die da verwurschtelt haben. Da schauen wir jetzt mal, da achte ich jetzt mal mehr drauf. Weil in der Regel sind die ja immer ziemlich clever. Das ist gut, YOLO. Naja, starten wir mal ganz easy. Steve ist ein seltsamer Charakter. Da muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen. Vor allem ist seine Aktion auch so kontextabhängig. Die gleichen Aktionen machen verschiedene Sachen, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Okay, als erstes kämpfen wir nachts gegen Zombies. Das macht Sinn. Das macht man in Minecraft auch. Ich finde das sehr schön, sehr nette Idee, dass quasi der Charakter die Gegner nicht festhält, wie das andere Charaktere machen, sondern einen Zaun um die rumbaut. Das sind so die kleinen Details, die ich einfach an Smash Brothers so toll finde. Okay. Im Endeffekt hat der Minecraft-Steve oder Alex oder Zombie oder die ganzen anderen Minecraft-Charaktere, die halt jetzt eingeführt wurden, so ein kleines Mini-Progressionssystem. Man buddelt quasi unter sich am Boden nach Rohstoffen und mit diesen Rohstoffen kann man sein Equipment verbessern und dadurch stärkere Attacken machen. Es geht alles natürlich immer furchtbar schnell und so. Ganz viele Varios in der zweiten Runde. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das verstehe. Ein riesiger Rob, ein Bewohner. Ah ja! Ja, okay, das ist witzig. Das finde ich gut. Oh Gott. Also, jetzt sind die schon tot, meine Freunde. Aber das war im Grunde natürlich der Villager. Ist halt der Villager, ein Dorfbewohner. Ist eh ganz klar. So wie die, die auch im Hintergrund rumlaufen. Und der riesige Rob war ein Golem natürlich. Ein Eisengolem. Ein Roboter, ein Eisengolem. Das macht voll Sinn. Das ist echt witzig. Aber warum hier Varios sind, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Sind die Varios Illager vielleicht? Oder ich weiß nicht genau, was die repräsentieren sollen. Die haben ein Diamantenschwert. Hängt der Chat bei mir oder führst du Selbstgespräche? Das ist übrigens kein Joke. Ich weiß nicht genau. Wenn du irgendwas anderes geschrieben hast als das, dann ist irgendwas nicht durchgekommen. Bereit? Los! Ganz viel links. Das verstehe ich nicht. Weiß angezogene Links als Gegner. Inwiefern repräsentiert das Minecraft? Die Skelettbogenschützen! Okay, ja, ja, ich verstehe. Skelettbogenschützen. Verstehe ich. Ich meine, du erklärst das Spiel. Hallo, Crime Steve. Ja, genau. Das mache ich im Grunde. Ich versuche, die Easter Eggs rauszufinden. Pit. Ganz viel Pits und ein Darain. Nee.
Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wen soll denn der verkörpern? Ah, ich bin hier in einer... Ah, ich verstehe. Ich bin hier in einer Waldfestung quasi, ne? In Illicher Magia. Luigi's Mansion ist quasi so diese Geistervilla, die es in Minecraft im Wald gibt. Okay, ja gut. Ich glaube, so ist das wahrscheinlich gedacht. Der Magier in der Mansion, genau, schreibst du auch gerade, stimmt. Da habe ich jetzt als erstes gar nicht dran gedacht, aber genau. Mir geht's auch gut, danke. Das hatten wir doch, das habe ich schon gelesen. Ich habe auch schon geantwortet, vielleicht gab es da ein Lag oder so. Deswegen ist meine Antwort verschwunden. So, riesige Kirbys und kleine King K. Rools. Im Nether. Okay, ich verstehe. Ghasts und wahrscheinlich Zombie-Pigman. Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher, wer die King K. Rools sein sollen, aber die beiden weißen Kirbys sind quasi die Ghasts. Das ist schon witzig. Sie sollten mehr rumfliegen, finde ich. Dann wird es mehr Sinn machen. Diamanten! Oh oh, ich komme nicht von meinem eigenen TNT-Block weg wegen dem schwarzen Loch. Nicht gut. Warum da allerdings schwarze Löcher als Item droppen, das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht so von wegen Nether-Portal oder so. Oh-oh, Enderman. Jetzt sind wir in The End quasi. Ich verstehe. Hey, danke fürs Subscriben, fürs Abonnieren. Ha, wenn die Endermen groß sind, dann sehen die sogar nicht ganz so komisch aus wie die Standard-Endermen. Oh Gott, ich wäre beinahe gestorben. Oh, Mist. Oh Gott. Ich finde es ein bisschen komisch, dass Gold hier wirklich so die nächste Qualitätsstufe nach Eisen ist. Weil das ist ja in Minecraft nicht wirklich der Fall. Gold hat schon seine Anwendungsfelder, aber Goldschwert ist jetzt nicht unbedingt eine super gute Waffe. Also ist schon okay, aber geht halt sofort kaputt. What happened? Aber ich krieg echt die Steuerung von Minecraft, Steve und Alex und so noch nicht so ganz auf die Reihe. Ah, jetzt verstehe ich. Ich habe leider keine Waffe mehr, oder? Verprügeln wir den Enderman mit bloßen Händen. Immer eine gute Idee. Ah, wo kommt denn die Spitzhacke her? Gut, dann hätten wir das. Danke, Chaps On, fürs Abonnieren. Schon 10 Monate. Nice. Cool. Ein neuer Emoji. K-Pop-Merch. Okay. Das End kommt noch. Aber ich glaube, das war schon The End. Zumindest vom Aussehen her. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Drache. Kommt jetzt Rathalos? Nee, ich glaube, Rathalos kommt nicht, ne? Ich habe es ja schon mal gemacht und habe mir gedacht, das ist komisch. Aber dann hat es doch Sinn gemacht. Ah ja, genau, ich glaube, ein riesen Ridley, ne? Das passt auch farblich ganz gut. Das stimmt. Was mich, warum du mich noch nie gesehen hast, auf Twitch bin ich nicht so oft. Da ist eigentlich immer nur dienstags und immer wieder mal donnerstags, freitags Stream, aber sonst eigentlich nicht so oft, deswegen. Oder meinst du jetzt,
Oder meinst du jetzt den Chaps on? Genau, hier sind wir quasi jetzt. Oh, ich glaube, ich bin gerade gestorben. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Hier sind wir jetzt quasi in der End gegen den Enderdrachen natürlich und die Enderman. Das ist nett. Aber jetzt muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich hier kämpfe. Dabei weiß doch eigentlich jeder, dass man den Enderdrachen am besten mit Betten besiegt. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert, aber früher waren Betten eine ziemlich mächtige Methode, um gegen den zu kämpfen. Weil Betten explodieren logischerweise in The End. Weil... okay. Warum nicht? Ach, mich meinst du wirklich? Ja genau, wie gesagt, auf Twitch bin ich nicht oft, aber vielleicht bist du schon mal über den YouTube-Kanal gestolpert, oder? Also zumindest kennen mich die meisten eigentlich von YouTube und kommen dann so überhaupt auf die Twitch-Streams. So, cool. Konnten wir doch noch jeden Kampf entschlüsseln. Ich glaube, jedes Easter Egg so einigermaßen identifizieren. Ist schon ein wieder sehr cooler und liebevoll integrierter Charakter auf jeden Fall. Endergebnis. Wenn es dich interessiert, findest du den Link eh unten unter dem Video. Kannst du mal gucken. Okay, dann schauen wir zu den Geistern, weil die habe ich selber noch nicht gemacht. Und das sind jetzt quasi die einzigen Geister, die mir fehlen. Geistertafel! Geistertafel! Lass mich raten, wir kämpfen gegen Zombies. Genau. Gut. Wenn schon, dann kämpfe ich als Steve, oder? Ah, wartet mal. Stimmt, ich habe das Bomberman-Kostüm gekauft und noch gar nicht ausgepackt. Doch, ja, Bomberman. Ich glaube, ich habe noch nie als Kämpfer... Ich finde nämlich die Kostüme, die Ganzkörperkostüme, die Charaktere wirklich repräsentieren und nicht nur so ähnlich aussehen, finde ich cool. Das sind so fast so halbe Viertel Charaktere. Das finde ich super. Bomberman gegen das Minecraft-Zombie-Team. Bin zurück vom Abo. Hast du abonniert den YouTube-Kanal? Cool, dankeschön. Das freut mich. Bomberman kann halt natürlich, weil er halt nur ein Kostüm ist, leider nicht wirklich Bomben legen, sondern ist halt ein Boxer. Aber gut. Hey, und danke fürs Followen hier. Voll nett. Aber irgendwie kann ich doch... Genau, ich habe ihm zumindest die Attacke gegeben, dass er Kugeln werfen kann. Ich meine, das ist so ziemlich das nächstbeste, was der Mii-Boxer kann, was Bomberman ähnlich ist, einigermaßen vom Moveset her. Ich glaube sonst... Da wäre halt eigentlich ein Schützencharakter besser gewesen, aber ich glaube, es gibt... Oder ich glaube... Ich glaube, jeder von diesen Charakteren ist bis jetzt ein Schützencharakter. Kann ich schon verstehen, dass die mal eine andere Klasse nehmen wollten. Über die Resident Evil Lore. Ja, ich meine, Fallout und Resident Evil sind quasi traditionell die großen Themen auf dem Kanal. Also mit Fallout ging's los damals. Eigentlich genau genommen ging's mit XCOM los, kurz. Dann Nier und dann Fallout. Und das hat eben mein Publikum gefunden. Dabei bin ich dann geblieben. Creeper! Werden durch Mr. Game & Watch repräsentiert. Warum nicht? Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ständig explodierende Mr. Game & Watch oder sowas.
Wow, braucht er lang, um die zu laden. Kämpfen wir mal mit dem Enderman. Enderman, auch nicht schlecht. Der wütende Enderman. Okay, die Gegner starten mit der Superbombe da. Ich weiß nicht, wie die heißt oder was. Ich weiß nicht mal, dass welch ein Spiel die ist, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass die super mächtig ist. Und jetzt hab ich sie. Tja, eigentlich müsste halt jetzt die komplette Welt hier kaputt gehen, natürlich, wenn hier so viele Creeper unterwegs sind, aber gut. Das wäre cool, wenn auch der Boden kaputt gehen könnte und die Map richtig... Wow, das war gefährlich. Oh mein Gott. Man richtige Löcher reinbohren könnte in die Welt. Das wäre cool. Oh oh, das ist nicht gut, aber ich lebe noch. Cooles Match. Ziemlich explosiv. Ach ja. Okay, Creeper Check. Hey, muss man bei dem DLC-Board gar nicht auf die Geister schießen, nachdem man sie besiegt hat? Das fällt mir jetzt erst auf. Kriegt man die einfach so? Aha. Skelettbogenschützen sind links. Mhm, gut. Ich kämpfe jetzt mal mit irgendeinem random Charakter. Wähle deinen Kämpfer. Los geht's. Ja, viel Spaß, Crime Steve. Sorry, ich habe gar nicht geguckt. Was Clickbait siehst du auf meinem Kanal? Nee. Das glaube ich nicht. Was ist denn für dich Clickbait? Wirklich jetzt? Oh oh, das ist nicht gut. Weil ich achte da immer sehr drauf, dass das inhaltlich alles stimmt. Also ich schätze mal, dass du kein aktiver Smash-Player bist. Nee, ich spiele das überhaupt nicht online. Es macht mir auch kompetitiv überhaupt keinen Spaß. Es geht mir im Grunde wirklich nur um das Sammeln und Grinden und vor allem mit verschiedenen Charakteren rumprobieren. Ich mache ganz oft Kämpfe, bei denen ich NPCs einfach gegeneinander kämpfen lasse und ziehe ihnen zu. Schau ihnen zu, seh ihnen zu. Da haben wir mit den Patreons ein ziemlich cooles Turnier gemacht, wo jeder Patreon durch einen selbstgebauten Mii repräsentiert wurde und dann in einem Turnier gegen die größten Videospielhelden angetreten ist. Alles wirklich vom NPC rein zufällig. Gesteuert. Das war cool. Müssen wir vielleicht wieder machen, wenn es alle DLC-Kämpfer gibt. Wo ist er denn? Vault Boy wollte ich nehmen. Diese fette Schrift, siehst du das Pfeil rechts? Hm? Das weiß ich gerade nicht, was du meinst. Schleim. Das macht Sinn, dass die Kirbys sind, die Schleims. Oh, sind es etwa viereckige Kirbys? Ah, nicht schade. Ah, ich verstehe schon. Ein großer Kirby, ne? Und der zerfällt jetzt gleich in 1000 kleine Kirbys. Ja, genau. Beziehungsweise spawnen dann neue Kirbys.
Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, halt seit dem letzten DLC-Charakter nicht mehr gespielt. Ich bin auch voll eingerostet. Aber wie gesagt, ich spiele auch wirklich überhaupt nicht kompetitiv. Habe ich auch noch nie. Ah, die sind zu klein. Aber es ist schön, wie man die Blöcke kaputt machen kann. Wie gesagt, ich fände es echt cool, wenn man die Bodenblöcke auch zerstören könnte. Aber das wird halt für zu viel Chaos sorgen wahrscheinlich. Die rote große Schrift. Ach so, das ist für dich Clickbait. Na gut, okay. Wenn das für dich Clickbait ist, dann ist das... Dann ist das Clickbait. Ich habe eigentlich immer versucht, meine Kanalfarben, die vom Landsquid Birdride, also rot, weiß und schwarz, in die Thumbnails einzubauen. Und... Ja, genau. Deswegen sehen die meisten so aus, wie sie aussehen.